Willkommen, liebe Traderinnen und Trader, zur Marktbesprechung am Dienstagmorgen mit Blick in das Cable, auch bekannt als britisches Pfund US-Dollar. Wir schauen auf Neuseeland-Dollar, US-Dollar und das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Fragen natürlich wie immer auch gern. Dazu lade ich hier unsere Live-Zuschauer ein, die Chats zu nutzen auf Facebook und auf GoToWebinar. Und dann gehe ich sehr, sehr gerne auch auf den ein oder anderen Wunschmarkt ein. Und einen ganz lieben Dank auch für die sehr, sehr freundlichen guten Morgengrüße. Das freut mich wie immer sehr, hier die Live-Zuschauer auch direkt dabei zu haben. Wir schauen, bevor wir in die Details zum Webinar gehen, natürlich zuerst in den Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir weiter auf die planbaren Tagesnachrichten. Wir sehen es hier an dieser Stelle aus Japan, haben wir schon den Reigen der Einkaufsmanager-Indizes eröffnet bekommen für den heutigen Tag. Da war der vorherige Wert war 46,8, hier ein deutlicher Rückgang, ganz klar die aktuelle Phase hier 32,7. Weitere Einkaufsmanager-Indizes erstrecken sich heute über den ganzen Tag. Wir machen hier den Anfang in Deutschland um 9.30 Uhr. 10 Uhr gibt es das Ganze dann aus der EU, 10.30 Uhr. Aus Großbritannien hier an dieser Stelle, und dann gibt es in Großbritannien um 12 Uhr noch eine industrielle Trendumfrage zum Thema Auftragseingang, so rum. Das wird auch sehr, sehr wichtig sein, wenn man sich mal anschaut, wie hier die Prognosen sind. Der vorherige Wert, das war der Februarwert, der war bei minus 18 in dieser Umfrage. Die Analysten erwarten jetzt für den Monat März einen Rückgang auf minus 35. Also es bleibt hier wirklich sehr, sehr spannend. Diese Dinge, sage ich mal, belasten auch die Märkte, die bewegen auch die Märkte. Sollten wir hier in irgendeiner Art und Weise positive Überraschungen bekommen, könnte es deutlich hochgehen. Deutlich negative Überraschungen könnten den Märkten weiterhin zusetzen. Also es bleibt da weiter kritisch in diesem Punkt, und deswegen sollten wir diese Meldung auch immer planungsmäßig auf der Uhr haben. Am Nachmittag dann noch ein paar Daten aus den USA, eine Rede eines FOMC-Mitglieds um 14:45 Uhr, dann gibt es um 14.45 Uhr auch noch ein paar Einkaufsmanager-Indizes, 15 Uhr dann die Verkäufe neuer Häuser für den Februar, und das Ganze dann, wie schon gesagt, rundherum um 15 Uhr mit den aktuellen Werten. Übrigens auch hier rein von der Prognose her, die prozentuale Entwicklung, schauen wir auch mal hier für den Februar. Der Markt erwartet hier schon einen deutlichen Rückgang zu den Werten. Also es wird alles schlechter gerechnet, als ja es vielleicht irgendwann kommt. Man muss das alles so sehen. Die Berichtssaison geht ja auch jetzt irgendwann auch los. Die Märkte sind weit, weit, weit nach unten gekommen. Von der Stelle her schauen wir mal, was so kommt, wie die Berichtssaison dann auch losgeht. Wie schon gesagt, ein bisschen ist ja noch Zeit, aber ich sag mal, man kann die Märkte sich ja mal ganz genau anschauen und jetzt schon langsam anfangen, das Verhalten der Märkte auch zu studieren. Wir haben ja jetzt auch in den Indizes immer mal wieder Tiefs probiert, wo wir dann hochgeschnäpst sind, und Hochs probiert, wo wir wieder runtergeschnäpst sind. Also so diese Seitwärtsphasen, die wir hier teilweise haben. Mal schauen, was daraus wird. Wir werden hier auf alle Fälle in den Morning Sessions drüber sprechen. Worüber wir jetzt sprechen, ist ganz klar, wie immer an dieser Stelle, der Blick in die Märkte, und zwar die Details an dieser Stelle mit den Charts. Wir starten hier durch mit dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Hier mal der Blick in den Tageschart, und hier ist was sehr, sehr Interessantes geschehen. Wenn wir uns mal die letzte große Dynamik auch anschauen hier, dieser große Schub nach unten, diese Abwärtsdynamik, dieser Abwärtstrend, der hier entstanden ist, der ist inzwischen rausgenommen worden. Hier der starke Schub von unten, der kam am Tief im Februar bei 0,9183, und den hat es hochgehievt in diesen ja gut zwei Handelswochen, können auch ein bisschen mehr gewesen sein, ich habe es jetzt nicht gezählt, auf 0,99. Das ist schon ein ordentlicher Schub, und was jetzt hier an dieser Stelle interessant ist, ist, wir haben hier oben einen Top-Bereich um die 0,99. Das war hier drüben auch mal ein leichter Verkaufsbereich. Da sehen wir momentan auch, dass der Markt von dort oben immer mal so ein bisschen zurückkommt. Und wir sehen aktuell auch hier im Rückgang unten, das gucken wir uns gleich mal in den kleineren Zeiteinheiten an, einen leichten Boden bei 0,97,4.
Das ist die aktuelle oder der aktuelle Sachverhalt. Und ich habe das hier versucht, mal ein bisschen zu skizzieren. Wenn wir diesen Bewegungslauf nach oben mal sehen, ist das, was wir jetzt sehen, hier ein bisschen Korrektur in der weiten Seitwärtsrange, ein bisschen über die Zeit, löst sich das Ganze nach oben auf, haben wir die Chance zur Oberseite. Nächster Anlaufpunkt dann hier, dieses alte Zwischenhoch bei 1.002. Ansonsten ist dieses untere Level, was jetzt als Support gilt, noch sehr, sehr wichtig. Kommen wir direkt von hier oben unten drunter, dann haben wir halt im Kleinen wieder einen Abwärtstrend, der dann die Korrektur dieser starken Aufwärtsdynamik definitiv über die Unterseite weiter ranschiebt und dann wäre das nächste Support-Level hier dieser kleine Kaufbereich um die 0,95,75 und das Ganze jetzt mal noch mit Blick in die Stunde hier hinein und da sehen wir, was ich meine, das ist der schöne hohe Aufwärtslauf hier innerhalb der Seitwärts-Range. Hier oben sehen wir nochmal schön den Deckel bei 0,99, der Boden bei 0,97,4 und was wir halt auch sehen ist, wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend, der läuft weiter nach oben und korrigiert jetzt halt über die Zeit, ne? Und deswegen bekommt der Deckel oben bzw. die Unterstützung unten drunter wichtige Parameter zu, ein Bruch, egal ob jetzt oben oder unten drüber, sorgt dann sozusagen entweder nach unten für die Korrekturausweitung oder nach oben für die Fortsetzung des bestehenden Trends bzw. dann die Ausdehnung natürlich der ganzen Geschichte auf die Oberseite hin zu den alten Hochs im US-Dollar, Schweizer Franken. Neuseeland-Dollar, US-Dollar hingegen wartet momentan in der Korrektur mit einem Dreieck auf. Das zeige ich hier gleich mal schön auf Tagesbasis hier im Währungspaar. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Also das Dreieck ist natürlich sehr schön zu sehen hier im 4-Stunden-Chart. Ich will aber erstmal in den Tageschart reingehen, um sozusagen von oben her das große Bild mal zu beleuchten hier an dieser Stelle. Und das sehen wir halt. Wir sind momentan verortet definitiv in einem Abwärtstrend. Der Markt trendet nach unten, auch im großen Bereich. Wenn wir uns mal den Wochenchart anschauen, dann sehen wir es. Es geht schon längere Zeit nach unten. Jetzt haben wir hier einen deutlichen Schub auf die Unterseite auch gehabt. Und was wir hier jetzt sehen, ist die Korrektur. Und wenn wir uns die Korrektur mal im Tageschart anschauen, dann sehen wir Kerzen mit weit ausladenden Schatten. Und das ist halt immer so ein Zeichen, dass der Markt sehr, sehr weit schwankt. Nichtsdestotrotz ein schönes Umkehrmuster oder ein schönes, sage ich mal, Kussmuster oder Chartmuster hat sich hier gebildet. Und da haben wir das Dreieck. In dieser Verortung sind Dreiecke allerdings eher, sage ich mal, in bärischer Natur hier zu sehen. Aber die wichtigen Seiten zeigen uns halt auch Möglichkeiten an, wo wir uns als Trader auf die Lauer legen sollten. Und hier sehen wir halt, momentan spielt der Markt so ein bisschen an der Oberseite rum. Und wenn sich das bestätigt, dann kommt es zur Korrekturausdehnung auf dem Weg nach oben. Das heißt, da haben wir auch ein paar Anlaufpunkte drauf. Und die schauen wir uns jetzt mal in der kleineren Zeiteinheit an. Ich habe das jetzt hier mal im 4-Stunden-Chart aufgemacht. Da sehen wir nämlich, dass der Markt hier, wie schon gesagt, nach unten hin verortet ist. Hier haben wir das Dreieck, ansteigende Hochs, abfallende Tiefs. Und jetzt sind wir hier oben drüber gelaufen. Und da wird es halt wirklich interessant. Schaut mal, hier war die Ausbruchskerze. Dann sind wir hier in der Folgekerze deutlich über das Hoch, aber auch deutlich unter das Tief der Kerze gegangen. Das heißt, der Markt, der sucht noch so ein bisschen seine Richtung dort an dieser Stelle. Wenn der Ausbruch gelingt nach oben hin, wäre das dann im Kleinen eine Fortsetzung hier in dieses Zwischenlevel bei 0,58,8 ran. Und dort wird es dann wirklich spannend. Läuft der Markt hier drüber, dann kommt es zur effektiven Korrekturausweitung in Richtung dieses Ausbruchsbereich hier bei 0,59,87. Kleiner Zwischenanlaufpunkt für das kurzfristig im Trading, die 0,59,150. Das sind hier die Marke und wir schauen uns diesen jetzigen Ausbruch, weil er läuft ja gerade, ja, den schauen wir uns jetzt mal noch im 5-Minuten-Chart an. Dann sehen wir nämlich hier an dieser Stelle auch, was los ist. Da sehen wir auch, dass da noch kein richtiger Trend da ist. Der Trend wird erst entstehen sozusagen. Ich raff das mal kurz zusammen. Hier schaut euch das mal an. Wir sind hier in die Situation gelaufen, dass wir hier zwar den Ausbruch drüber geprobt haben mit diesem von unten laufenden kleinen Trend, aber dieser Trend, der hatte halt hier in diesem Bereich sein Low gehabt und da sind wir erstmal drunter gelaufen. Das sind immer mal so ein bisschen die Anzeichen für die Unsicherheit. Was jetzt im Endeffekt wichtig wäre, ist, dass wir hier sozusagen im kleinsten Bereich jetzt eine Bestätigung bekommen, die dann entsprechend so ausschaut, dass wir von unten drüber laufen. Und wenn die 5 Minuten sich jetzt tatsächlich
nach oben fortsetzen, dann bestätigt sich das Bild. Dann war der kleine Ausflug hier drunter wirklich nur ein Ausflug. Der Markt hat dann direkt wieder die Gegenrichtung aufgenommen, also die, die hier unten schon gestartet wurde. Und das ist das Szenario, dass wir dann wirklich die Oberseite sehen. Und da können wir uns wirklich dann erstmal draufsetzen, dass wir sagen, wo finden wir Orientierungspunkte auf der Oberseite? Das heißt, wer kauft nach uns? Und dann haben wir hier oben halt noch ein paar Absicherungslevels liegen aus dieser Dynamik, die hier nach unten gekommen sind. Und wie schon gesagt, im Kleinen sind das halt erstmal die genannten Level bei 0,588 bzw. hier bei 0,5915. Und dann haben wir hier noch das Zwischenhoch hier an dieser Stelle hier oben. Ich hoffe, man kann es erkennen im Stream hier, die Marke von 0,5980. Das heißt, an dieser Stelle ist das der wichtige Bereich, den wir da oben haben. Und kurz darüber haben wir ja auch schon den Widerstandsbereich liegen hier aus diesem Ausbruchslevel im Chart bei 0,5970. Da oben ist also einiges los, wenn die Bestätigung kommt. Ansonsten, wenn wir die Bestätigung nicht bekommen, fällt das Ganze wieder zurück. Das wäre dann selbstverständlich ein weiter bärisches Zeichen. Und mit Blick auf das, was wir hier jetzt sehen, dass wir hier in diesem großen Abwärtstrend mittlerweile hier untergeordnet auch einen laufenden Abwärtstrend haben, solange wie wir den halt nicht brechen, bleibt die ganze Sache auch bärisch. Deswegen die Fortsetzung dieses jetzigen Ausbruchsszenario hier, the proof of the pudding sozusagen, den haben wir hier oben. Und wenn wir hier drüber laufen, dann wird das bullische Szenario immer wahrscheinlicher. Prallen wir ab, dann sollten wir eher mit Richtung Rückkehr ins Dreieck und dann Test der unteren Anlaufpunkte mit rechnen. Und nach unten hin haben wir ja auch einiges, wenn wir hier tatsächlich rumdrehen. Hier haben wir erstmal das Zwischentief bei 0,54680 und als kleine Zwischenanlaufpunkte haben wir ja auch Orientierung hier beispielsweise unten die Marke bei 0,559 hier aus diesem kleinen Schwungbereich am Tief dieses Abwärtsschubs auf dieser Seite im Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und damit blicken wir auf das Cable, britisches Pfund, US-Dollar. Erst einmal hier auch der Blick in die korrektive Phase und damit auch rein in das aktuelle Marktgeschehen. Und wir haben es gestern im Handel gesehen. Wir haben hier auch im 4-Stunden-Chart das mal abgebildet, haben wir hier ein Dreieck am Laufen. Vor Ort das Ganze natürlich auch wieder im Abwärtstrend hier. Wenn wir uns den Tag mal anschauen, da gibt es keine Frage. Der Markt ist deutlich nach unten gerichtet. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir hier jetzt sozusagen an aktueller Korrekturtiefe haben, das sehen wir dann auch gleich in der kleineren Zeiteinheit, haben wir beim Bruch nach unten doch deutlich Potenzial hier in Richtung 1,088 da, aber soweit ist es jetzt und hier noch nicht, sondern wir arbeiten erstmal noch mit dem Dreieck, was wir hier haben und dieses Dreieck ist jetzt halt sehr, sehr interessant, weil der Markt, ich skaliere das hier nochmal ganz ordentlich, dass man es besser lesen kann. Wir haben es gesehen, der Markt, der ist hier untergeordnet schon wieder abwärts gerichtet und wir sind hier gestern schon unter die Unterseite des Dreiecks ausgebrochen, dreht das Ganze jetzt hier rum und setzt sozusagen diesen Schub nach unten fort, ja, dann haben wir gute Karten, hier ein bestätigtes Ausbruchssignal zu bekommen. Hier unten sehen wir es, das war der Ausbruch, als wir hier unter dieses alte Support-Level um die 1,1527 gelaufen sind. Dann ging es wieder drüber, deswegen ist das jetzt wieder ein altes Level, so ein Drehpunkt sozusagen. Und wenn wir jetzt tatsächlich unten drunter rutschen, dann haben wir relativ flott das Trendtief hier liegen. Und wenn da drunter die Fortsetzung kommt, dann können wir erwarten, dass wir tiefere Kurse sehen. Und die tieferen Kurse, die habe ich jetzt einfach zur Bestimmung mal, da muss ich das jetzt mal ganz kurz auseinandernehmen. Ich habe einfach hier mal die Korrekturtiefe ausgemessen. Das heißt, wenn man sich jetzt beispielsweise einen Chart anschaut, wenn wir uns jetzt beispielsweise hier mal den Tageschart anschauen, und wir sehen hier in der alten Chart-Historie, die wir jetzt hier zur Verfügung haben, keine festen Anlaufpunkte mehr, wo es rangeht, dann kann man sich mit gewissen über den Daumen-Hilfsregeln auch mal ganz grob Potenziale bestimmen. Und das habe ich hier gemacht, indem ich einfach mal die Korrekturtiefe, die hier bis jetzt gekommen ist, unten rangesetzt habe. Und dann sind wir halt, wenn der Ausbruch kommt, nach dem Rücklauf unten rangespiegelt bei Kursen von ungefähr 1,088, 1,09 in diesem Bereich. Das heißt, das ist das Potenzial, was wir zur Unterseite haben. Heißt,
heißt also, wenn wir hier jetzt in diesem Bereich, wo wir sind, direkt nach unten drehen, wäre das ein direktes Zeichen, auch dass der Markt weiter runter will. Interessant wird es dann hier an diesem kleinen Tief bzw. dem Trendtief, was wir unten haben, die Marke von 1,14. Und wenn das bricht, wie schon gesagt, dann ebnet das den Weg nach unten hin. Dann ist zeitnah erstmal nichts, was hier großartig aufhalten kann. Im kleinen Bereich kommt es allerdings von unten zum Abprall. Dann bleiben wir in dieser Range gefangen, die wir momentan haben, also oben. Das Zwischenhoch um die Marke von 1,1985 so rum und unten halt die 1,14, dann gibt es ein Hin- und Hergeschwingel. Umdrehen tut sich das Bild erst dann, wenn wir tatsächlich hier über dieses Widerstandslevel drüber laufen. Dann haben wir nämlich hier einen Markt, der nach oben geht und das wäre dann eine Ausweitung der korrektiven Phase deutlich über die Preisseite und da gibt es nach oben auch noch ein paar Anlaufpunkte, um das Ganze hier weiter nach oben zu sehen an dieser Stelle hier im britischen Pfund US-Dollar. So, jetzt schaue ich nochmal kurz in die Fragen rein. Auf Facebook habe ich nichts, aber auch wieder viele guten Morgengrüße. Danke dafür. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Jetzt kriege ich noch eine Frage. Vor kurzem haben Sie das Paar Austral-Dollar, Schweizer Franken analysiert. Gilt diese Analyse noch, nachdem der Austral-Dollar, US-Dollar gestiegen ist? Wir gucken uns das Währungspaar gleich mal an. Vielen Dank für diese Frage. Ich freue mich immer, wenn wir hier Zuschauerinnen und Zuschauer haben, die auch wirklich dabei sind und sich mit dem Thema auch beschäftigen, weil am Währungsmarkt kann man wirklich auch richtig gut Geld verdienen, wenn man die richtigen Dinge auch beachtet. Deswegen gerne gehe ich auf die Frage nochmal ein. Wir öffnen uns Austral-Dollar, Schweizer Franken nochmal mit auf, kurzen Augenblick. Austral-Dollar, Schweizer Franken, weil diese Setups haben ja immer eine gewisse Gültigkeit an dieser Stelle. Was wir hier jetzt momentan sehen im Austral-Dollar, Schweizer Franken, ich schaue nochmal ganz kurz oben rein hier, damit jeder auch sehen kann, wir sind hier jetzt momentan im Tageschart und wir sehen hier, der Tageschart läuft deutlich nach unten rein, hatten sogar ein Spike-Tief hier gehabt und seitdem ist die Währung sozusagen innerhalb einer korrektiven Phase sozusagen drinnen und diese korrektive Phase hat das Zwischenhoch hier oben bei 0,5856 korrigiert bzw. reingelegt und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen hier im entsprechenden Markt mit rein und wer da die Long-Seite bespielen will bzw. die Short-Seite bespielen will, der braucht natürlich den Bruch des Abwärts, des Aufwärtstrends, des korrektiven Aufwärtstrends. Ne? Und wenn wir uns das jetzt mal ganz im Groben anschauen, hier dieser erste Zacker ist natürlich auch noch mit drin, aber im großen Bild wäre es jetzt sozusagen erst einmal wichtig, dass wir erkennen, momentan läuft dieser Aufwärtstrend noch. Das heißt, die Abwärtsphase, das Umkehrsignal, das ist hier entsprechend noch nicht gegeben. Wir sind hier mittlerweile oder ja, wir sind immer noch in der korrektiven Phase. Ich skizziere das hier mal ganz kurz fertig. Das heißt, all das, was wir hier momentan sehen, auch jetzt aktuell ist eine Korrektur, die hier in der Stunde reingelaufen ist. Wir trenden jetzt hier auch leicht wieder nach oben und für das, sage ich mal, das Short-Szenario, was wir hier beim letzten Mal auch besprochen hatten, wäre es ja gewesen, dass wir hier dieses Trendtief unterschreiten müssen. Das heißt, solange wie wir nicht hier oben drüber gelaufen sind, ist dieses Grundszenario weiterhin auch noch intakt. Ja, da ist die Logik ja auch noch da. Sollte der Markt tatsächlich vor diesem Level hier oben rumdrehen, dann hätten wir ja tatsächlich die Situation hier, dass wir nicht bis drüber laufen und dann sozusagen hier den Markt unten drunter nehmen, rumdrehen sozusagen. Und das Szenario, was wir damals besprochen hatten, da standen wir, glaube ich, hier unten in diesem Bereich drinnen, ist ja vom Prinzip her gleich weiterhin gültig. Wenn der Markt hier drunter fällt, kommt es direkt zum Bruch des Trends und das wäre dann die Umkehr der Nachfrage und die Wiederaufnahme der übergeordneten Trendrichtung. Fliegt der Markt allerdings hier oben drüber, ist das, was wir hier unten besprochen haben, erstmal hinfällig, weil dann haben wir ja eine Fortsetzung der Ausdehnung der Korrektur und da müssen wir uns weiter nach oben orientieren und wenn es dann soweit gekommen ist, wie schon gesagt, wir hier drüber laufen, dann haben wir halt oben noch ein paar Anlaufpunkte, dass die Korrektur sich ausweitet. Das wird der Markt entscheiden. Entscheidend ist da wirklich, was hier um die 0,5856 passiert. Gehen wir da deutlich drüber, dann ist, wie schon gesagt, das Thema weiter Fortsetzung der korrektiven Phase und dann verschiebt sich das Ganze nach oben hin, soweit im Blick zum Austral-Dollar, Schweizer Franken. So, jetzt haben wir es 10 vor 9. Für mich Zeit zu sagen, Dankeschön für die Zeit heute Morgen wieder. Ich hoffe, das ein oder andere war interessanterweise wieder dabei. Gute Trades wünsche ich auf alle Fälle, gute Strategien, ein glückliches Händchen, bleibt gesund, empfehlt uns weiter und ich sage tschüss, bis morgen, 8.30 Uhr geht es hier wieder in die Märkte mit ein paar Handelsideen, den Blogeintrag gibt es natürlich wie
immer zum Nachlesen im Vorfeld. Bis dahin, tschüss und bye bye. Bis morgen.